Ja, und auch herzlich willkommen zur zweiten Episode im Modul G der gemeinsamen Zusammenarbeit. Und heute geht es um Echtzeit-Zusammenarbeit. Vorhin beim Wiki haben wir zusammen ein Dokument gearbeitet, aber das ging nur asynchron. Einer bearbeitete, nachher schaute mal jemand rein und tat wieder was dran erledigen an dem Dokument. Jetzt schauen wir uns mal an, wie kann man das in Echtzeit machen. Das Interessante bei der Zusammenarbeit im Netz ist, dass man ja das in Echtzeit machen kann und tatsächlich Artefakte parallel bearbeiten kann. Viele der Dienste, die wir uns angeschaut haben, bieten diese Möglichkeit, also dass wir zum Beispiel ein Flowchart oder ein Mindmap gemeinsam bearbeiten oder gegebenenfalls auch Dokumente gemeinsam betrachten. Der eine surft durchs Netz und der Kommilitone oder die Kommilitonin sitzt an ihrem Rechner zu Hause und wenn sie in verschiedenen Orten wohnen, können sie das sehr gut nutzen. Man braucht dazu aber eine stabile Internetverbindung. Und falls Sie das mit mehreren Leuten machen wollen, dann müssen Sie doch häufig das den anderen vielleicht noch ein bisschen erklären. Man braucht Disziplin dazu, da können Sie sich vorstellen, alle sitzen vor ihrem eigenen Rechner und da passieren natürlich zu Hause noch ein paar andere Sachen, außer das, was tatsächlich auf dem Bildschirm passiert. Und das heißt, man braucht ein wenig Disziplin, auch um zum Beispiel Redner Reihenfolgen einzuhalten und so weiter und so fort. Und ja, wenn es vielleicht dann bei allen nicht richtig funktioniert, dann kommt es auch leicht zu einer Frustration. Insofern fängt man vielleicht erstmal einfach an und guckt, dass alles funktioniert und dann fragt man sich dann langsam neue Gefilde vor. Es gibt insgesamt ein paar Dienste, die sehr, sehr stabil arbeiten. Wer es noch nicht kennt, Skype ist eine Möglichkeit, online zu telefonieren, sowohl ganz normal Audio, aber auch Video. Und Sie können in Skype auch Ihren Rechner oder den Inhalt Ihres Bildschirmes anderen zeigen. Und das kann man aber auch noch kombinieren mit einer Software, die heißt TeamViewer. Und die bietet auch nochmal die erweiterte Möglichkeiten, den eigenen Desktop, das, was man auf dem Rechner hat, zu zeigen. So könnte man also zum Beispiel über Skype eine Gliederung von der gemeinsamen Projektarbeit durchsprechen und dann auch Änderungen machen, dass dann einer tippt und der andere spricht dazu. Es sind noch ein paar andere Dienste, die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Dann gehen wir rüber in den Browser. Wenn man Termine vereinbaren will, machen das mittlerweile sehr, sehr viele mit Doodle. Doodle ist einfach eine Möglichkeit, da macht man eine Umfrage und sagt, wann wollen wir uns treffen und gibt ein paar Termine an, so Montag, 12 bis 14, Dienstag und so weiter und so fort. Und da gibt es einen Paul, der hat jetzt hier schon geantwortet und ich würde jetzt hier auch antworten und sagen, da kann ich, da kann ich, da kann ich nicht, da kann ich nicht, da kann ich, da kann ich. Dann speichere ich das Ganze ab. Und dann haben wir hier meine Liste. Und hier kann man jetzt immer mehr Leute einladen, bis man dann halt sieht, okay, das ist ein Termin, der für alle passt. Und dann schickt man den Personen dann einfach den Termin, den sich alle geeinigt haben. Hier, das ist Dropbox, das ist eine Software, um ja, Dateien auszutauschen. Das heißt, Dropbox geht sowohl über den Browser als auch über ein kleines Programm, das Sie sich auf den Rechner runterladen. Und dort können Sie Dateien hineinlegen in diese Dropbox. Und die werden dann synchronisiert mit all Ihren anderen Rechnern. Beziehungsweise Sie können sich auch Personen einladen, die dann Zugang auf ihre Dropbox haben. Und dann kann man sich, ja, so kann man zum Beispiel Texte für eine Seminararbeit etc. etc. dort sich speichern und sammeln und untereinander austauschen. DimDim ist eine Möglichkeit, um im Netz miteinander zusammenzuarbeiten, eine sogenannte Konferenzsoftware, eine Web Collaboration, wie Sie das hier nennen. Das heißt, man hat hier einen Bereich, wo man sieht, wer momentan online ist, lädt dort Personen ein, kann dann zeigen, was man zum Beispiel auf seinem eigenen Rechner hat, kann eine Präsentation ablaufen lassen, gemeinsam was malen
und das dann besprechen und ja, kommt dann hoffentlich zu einem guten Ergebnis. Joomla ist ein ähnliches Webkonferenzsystem. Sie sehen hier, der Wettbewerb ist recht groß und die meisten erlauben es, kostenlos einzusteigen. Und hier zum Beispiel kann man bis zu 20 Personen einladen. Also das sollte jede Projektgruppe eigentlich für jede Projektgruppe ausreichen. Drop.io ist auch eine Form des gemeinsamen Zusammenarbeitens. Und auch dort chattet man, schreibt man, tut Dokumente hochladen und hat insofern so eine Art ja, Webseite, auf der man aber ganz schnell Dateien und Ideen austauschen kann. Und das ist auch eine spannende Sache. Drop.io heißt sie, kann sich auch mal anschauen.